Guten Morgen, meine Süßen und Lieben. Hier ist Jonas vom Kanal YouFun Beauty, YouFun TV. heute wollte ich mit euch meine Morgenroutine machen. Also meinen morgendlichen Alltag, wenn ich unter der Woche zur Schule gehen muss. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben und gebt direkt mal einen Daumen hoch. Und ich liebe euch, ihr seid die Allerbesten. Das bin ich übrigens, wenn ich schlafe, und ich wache morgens halt immer von selbst auf, weil die Sonne so schön in mein Zimmer scheint, und ja, das ist sehr schön. Ja, die Probleme eines jeden Jungen, die habe ich ja bereits in meinem anderen Video genannt. Kann man hier sehen. Naja, wenn ich dann erstmal richtig wach bin, dann mache ich natürlich das, was wahrscheinlich jeder Junge in meinem Alter morgens macht. Ja, naja, sich eben ein leckeres Müsli, solange man nicht so dumm ist, die Milch zu verschütten. Ja. Anschließend mache ich eigentlich wie jeden Morgen Kraft- und Fitnesstraining, einfach nur um ja mein Chakra im Gleichgewicht zu halten, und mittlerweile mache ich das auch schon fast 3 Jahre, also nicht wundern, wenn jetzt Leute von euch neu anfangen, die sollten sich nicht direkt an mir orientieren, das ist, denke ich, aber auch klar. Ja, Mann! Eine mehr als sonst, eine mehr als sonst. Nach dem Sport bin ich dann natürlich ziemlich geschwitzt, und dann springe ich auch erstmal direkt unter die Dusche, was ich natürlich jetzt nicht so direkt zeigen kann. Aber ihr dürft natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben geben, sonst bringe ich euch um, ihr. So, nach dem Duschen heißt es dann natürlich, was Passendes zum Anziehen zu finden. Da wäre zum Beispiel der schlichte YouFun TV-Style, in dem ich fast immer rumlaufe und mit dem ich meistens auch zur Schule gehe. Den kann man natürlich auch auf Partys und Orgien tragen, das ist klar. Dann gibt es ja noch den Jacob-Style aus Twilight. Einfach umrum gar nichts anziehen. Das trage ich meistens, wenn ich hier einkaufen gehe oder mich mit Freunden treffe. Genau. Und dann gibt es noch den etwas stylerischen Jonas-Style, den ich eigentlich aber nur auf Beerdigungen trage. Den wollte ich euch aber einfach trotzdem mal kurz zeigen. Vielleicht gefällt er euch ja, und ihr könnt auch direkt einen Daumen hoch geben. Ja, und zum Schluss dann noch der etwas elegantere und unauffälligere, was ich eher so an gechillteren Tagen zum Relaxen trage, meistens am Wochenende. Wahlweise gibt es diesen Style auch noch mit rosa Perücke, alternativ auch noch mit Snapback oder mit einer Ukulele in der Hand, genau. Ja, jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil am Tag, und zwar der Make-up-Routine. Also, als erstes schmiere ich mir dann Mäusefäkalien ins Gesicht, also natürlich laborgetestet und mit Gut von Stiftung Warentest bewertet. Das hilft gegen Pickel und akuten Blutwanzenbefall. Ist super. Und als nächstes schmiere ich mir Pferdeejakulate auf die Augenbrauen. Das hilft bei der Regeneration und beim Wachstum. Meins ist jetzt von L'Oréal Paris, das gibt es aber auch von anderen Kosmetikherstellern. So, und zum Schluss streiche ich mir noch eine sanfte Schicht Barbecue-Soße auf die Haut. Die hat jetzt keinen direkten Effekt, soweit ich weiß, aber ich mag es einfach, nach Barbecue-Soße zu riechen. Genau. So, jetzt packe ich mit euch noch ganz kurz meinen Schulranzen, denn das darf man schließlich nicht vergessen, wenn man in die Schule gehen will. Also als erstes packe ich natürlich meine Schulhefte und mein Mäppchen ein, das braucht man schließlich unbedingt. Zudem nehme ich immer noch eine leere 1,5 Liter Trinkflasche mit, nur für den Fall, dass ich im Unterricht mal ganz dringend auf Toilette muss, aber der Lehrer das nicht erlaubt, also einfach nur für den Fall der Fälle halt. Dann nehme ich natürlich auch noch immer Tampons mit, die ich dann einfach so lose in den Ranzen werfe. Man weiß ja nie, wann man die mal gebrauchen kann. Wichtig ist mir noch mein kleiner Kuschelhase, ohne den ich nie aus dem Haus gehen würde. Der ist quasi so eine Art Glücksbringer von mir. Ja, und bevor ich es vergesse, ganz wichtig ist natürlich auch noch das Kampfmesser von Walter. Einfach zur Verteidigung. Schließlich kann man nie wissen, wann man mal entführt, ausgeraubt oder vergewaltigt wird. Ich denke, das ist keine schlechte Sache. Zum Schluss nehme ich dann noch immer Wechselboxershorts mit, wahlweise mit den Simpsons aufgedruckt. In dem Fall, dass irgendwie mal die Trinkflasche schon voll ist und man dazu gezwungen ist, in die Hose zu pinkeln.
pinkeln. Dann hat man Wechselunterhosen dabei. Ach ja, und man sollte auf keinen Fall vergessen, was zu essen mitzunehmen. In meinem Fall einfach ein Pausenbrot. Ja, und dann ist der Morgen eigentlich auch schon fast wieder vorbei und ich muss mir nur noch die Schuhe anziehen und kann mich auf den Weg zur Schule machen. Also ich denke, so einfach kann die Morgenroutine sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.